voller Vorfreude und ein bisschen nervös. Angelika ist auf dem Weg zum Schönheitschirurgen. Vielleicht wird gleich ihr Traum wahr. Eine Kältemaschine soll ihre Bauchpölsterchen wegzaubern, ganz ohne Anstrengung. Ich mache das, weil ich nicht direkt eine Fettabsaugung machen wollte, sondern das erstmal damit versuchen möchte. Ich bin auch nicht so eine, die gerne Sport macht. Also heißt, anders kann ich ja sonst nicht abnehmen. Deswegen wollte ich das mal damit versuchen und mal gucken, ob es was bringt. Fotos für den Vorher-Nachher-Effekt. Die Kältemethode wird nur bei kleineren Problemzonen angewandt und schon in einigen Kosmetikstudios angeboten. Ihr Arzt warnt vor möglichen Risiken. Es ist eine Behandlungsalternative, die auch Risiken mit sich birgt. Man wird Schwellungen haben, man kann Schmerzen haben, Rötungen, Taubheitsgefühle an der Stelle. Deswegen sollte das auch ein Fachmann machen. Ich bin der Meinung, das sollte ein Arzt anlegen und auch begleiten. Der Vorteil: keine Operation, keine Narkose und wenn alles gut geht, keine Narben. Vor allem aber ist es schnell und unauffällig in der Mittagspause gemacht. Man möchte so wenig Ausfall wie möglich haben und so schnell wie möglich fit werden. Man muss aber dazu sagen, das ist kein Gerät, es ist eine Behandlungsalternative, aber kein Gerät, um abzunehmen. Man sollte trotzdem sich gesund weiterernähren und auch seinen sportlichen Aktivitäten nachgehen. Das ist einfach nur so ein Add-on, um das so ein bisschen zu beschleunigen. Kryopolyse heißt die 60-minütige Kältebehandlung und kostet 400 bis 600 Euro. Die Haut wird an den Problemstellen eingesogen und auf minus 8 Grad runtergekühlt. Dadurch sollen die Fettzellen absterben. Hier kann man selektiv Fett vereisen, runterkühlen auf minus 4 bis minus 8 Grad, damit das zu einer Entzündungsreaktion kommt und das Fett sozusagen sich auflöst. Und das wird ja nicht auf einmal so ausgeschieden, das braucht auch seine Zeit. Bis zu 12 Wochen braucht der Körper, um das dann über die Niere auszuscheiden. Ein bisschen nervös ist Angelika immer noch, die erwarteten Schmerzen aber halten sich bei ihr in Grenzen. Tut es weh? Die Werbung verspricht wahre Wunder. Fotos sollen beweisen, dass man mit der Kryopolyse in wenigen Wochen bis zu 30% Fett verliert. So die Studien der Hersteller. Doch wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit gibt es kaum. Das Gerät ist beliebt bei den Patienten, doch selbst der Facharzt sieht nur sehr geringe Erfolge. Ich bin enttäuscht, wenn ich die Ergebnisse meiner Patienten sehe, weil ich bin da sehr akkurat. Ich messe den Umfang. Ich messe auch mit dem Kaliper die Fettdicke. Ich verlasse mich nicht auf Fotos, Vorher-Nachher-Fotos oder auf die Angaben der Patienten. Ich mache das mit meinen Maßbändern und mit meinem Kaliper. Und ich sehe da keine so große Fettreduktion, wie erzählt wird, von 30% pro Areal. Im Netz sind die Reaktionen auf die Kryopolyse gemischt. Einige schwärmen, andere klagen über anschließende Schmerzen oder schlichtweg keinerlei Erfolg. Je nach Gerät kann es auch mal zu bösen Vereisungen kommen, vor allem bei Billiggeräten aus China. Angelika-Schwellungen sind ganz normal und werden zurückgehen, versichert ihr Arzt. In gut 3 Monaten wird sie das Ergebnis vielleicht sehen können. Sie freut sich drauf. Also ich hätte mir das eigentlich schlimmer vorgestellt, generell auch von den Schmerzen her. Also es geht alles mit den blauen Flecken und alles geht's auch. Also ich bin bis jetzt zufrieden. Wenn's hilft, würde sie es nochmal machen, sagt sie. Die Hoffnung, mit einer Kältemaschine in nur einer Stunde dünner zu werden, scheint doch allzu verlockend. Einfach mal unbekleidet vor die Tür gehen. Dr. Christoph Specht ist bei uns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das große Vereisen, um das Bauchfett verschwinden zu lassen. Ja, was passiert da mit den Fettzellen? Ja, die Idee dahinter ist, Fettzellen mögen Kälte nicht. Die gehen relativ schnell kaputt. Bei so 4 Grad, das halten die nicht lange aus, nur so ein paar Minuten. Mit so einem Gerät kann man eben diese Temperatur nicht auf der Haut, das wäre ja schlecht für die Haut, die soll ja leben bleiben, sondern die Zellen drunter, die Fettzellen, kann man die behandeln und kann die auch so etwa 20% davon zum Absterben bringen, dann sind die tot. Von daher eigentlich die Idee sehr clever, aber es vergisst eins dabei, die Zahl der Fettzellen ist bei uns Menschen festgelegt. Du hast andere Anzahl als ich und du hast auch wieder eine andere. Weil von Haus aus, also ich habe mir die nicht angefuttert, sondern nein, die sind von Haus aus da. Bis 20 ändert sich das noch so ein bisschen und dann hat man einen bestimmten Stand von Fettzellen und der wird gleich gelassen sozusagen, das ganze Leben. Also das heißt, wenn die weg sind, dann kommen die woanders wieder? Wenn die weg sind, kommen die wieder, genau. Beziehungsweise. Auch vielleicht an einer anderen Stelle. Sind hier die Bäume oder so? Nein, ich kann sie auch wegnehmen. Es würde auch nichts nutzen, wenn sie wirklich wegblieben, weil die anderen Fettzellen können wiederum fetter werden. Eine Fettzelle ist eine Fettzelle, die bleibt auch immer eine Fettzelle. Manche Männer glauben das ja gerne, wenn sie dann Bauchfett haben, sonst machen sie Sit-Ups, naja, dann verändert sich irgendwie so eine Fettzelle im Bauch und wird dann plötzlich eine Muskelzelle. Nee, das kann die nicht. Fettzelle ist Fettzelle, das ist die heute und das ist die auch morgen.
Ja, und dann Fett absaugen geht auch nicht, oder? Fett absaugen ist vom Prinzip ein ähnliches Verfahren. Das wird natürlich ganz anders durchgeführt, weil es ist ja dann mit Narkose verbunden, ja, chirurgisch. Da nehme ich auch die Fettzellen weg. Die Idee ist vom Prinzip dasselbe. Aber natürlich auch hier, wenn ich oben wieder anschließend die Nahrung hineinfüttere, dann kompensieren das die anderen Fettzellen und werden einfach dicker. Also wenn ich wüsste, wenn ich gewusst hätte, dass dein Besuch hier so desillusionierend ist, dann hätte ich dich gar nicht eingeladen, ehrlich gesagt. Sorry. Aber was ich ja total faszinierend finde, dass diese neue Methode im Kosmetiksalon möglich ist, ja, und beim Arzt. Schön, ne? Ja. Schön. Ja, also zwischen Nägel lackieren können die sich mal einfrieren. Genau, lassen, ne? Muss man natürlich aufpassen. Also diese Methode, diese Kryolipolyse, wie das heißt, kann effektiv sein in gewissen Maßen für kleine Stellen, aber nicht für die großen Bereiche. Gerade so im Bauchbereich ist das sehr problematisch. Dann aber muss man sagen, sagen auch die Leute, die sie anwenden, ihr müsst anschließend 8 bis 12 Wochen natürlich abwarten, bis überhaupt ein Ergebnis zu sehen ist. Und ganz wichtig, bitte Sport treiben und auch weniger essen. Also das heißt, der kausale Zusammenhang wird ein bisschen verwässert. Und wenn man es machen lässt, würde ich natürlich immer dazu raten, zu einem Arzt zu gehen. Die Geräte sind relativ teuer, die sind highly sophisticated, ganz tolle Maschinen. Trotzdem, die Effektivität ist begrenzt. Aber wenn ich es schon machen würde, dann würde ich zum Arzt gehen. Ja. Ich habe ja auch mal von dieser Fettwegspritze gehört, oder? Ja. Geh bitte dran. Ja, ja, aber wie funktioniert die? Auch sehr beliebt, die Fettwegspritze. Eigentlich ist das Lecithin, das wird ins Fettgewebe gespritzt und soll die Fettzellen auflösen. Dieses Medikament ist dafür allerdings gar nicht zugelassen, sondern eigentlich für zu viel Fett im Blut. Da hat man diese Wirkung herausgefunden. Jetzt wird man das also, oder manche Ärzte machen das, off-label, also nicht für die Indikation zugelassen, aber trotzdem dafür verwendet. Machen die es dann unter der Hand oder dürfen die das? Ja, sie dürfen es schon. Ärzte haben ja eine Therapiefreiheit und dürfen auch off-label behandeln, müssen das dem Patienten aber sagen. Off-label, das heißt, wenn ich behandle, obwohl so gar nicht vorgesehen und nötig. Ganz genau, ja, ganz genau. Und das ist natürlich auch eine Haftungsfrage dann anschließend. Wenn es jetzt so toll wirken würde, würde ich ja sagen, gut, dann kann man das Risiko vielleicht auch eingehen. Aber das mit dem Wirken ist halt auch hier nur begrenzt. Wo geht denn das Fett dann hin, wenn die also so eine Spritze hier reinkloppen, ja, und das Fett würde sich auflösen? Ja. Ja, das kommt ja nicht dann aus. Den Darm der Gerechten, oder? Nee, da muss ja dann erstmal ein Darm rein. Aber da muss es löst sich. Der Körper ist ja übrigens, war das gerade der Nobelpreis auch gewesen, den er jetzt für Medizin bekommen hat. Nichts im Körper geht ja verloren. Es wird ja alles abgebaut und dann die Bestandteile sozusagen zerlegt und wieder in neue Bestandteile zusammen. Nicht, dass sie die Fettzelle hier abbauen und da oben wieder zusammen. Das wäre blöd. Aber diese Fettzellen, die werden natürlich abgebaut, dauert eine Weile und verschwinden dann. Aber auch hier wieder das gleiche Problem. Da sind genügend andere Fettzellen da, die die Aufgabe locker übernehmen können. Verdammte Hacke, ja, machen wir doch lieber Sport. Ja, machen wir es Sport. Es ist das Einzige, was übrig bleibt. Und vielleicht noch eins, die Idee, ohne Fett hätte man die Traumfigur, ist natürlich auch Blödsinn. Denn die Traumfigur besteht ja nicht aus einfach nur Fett. Wenn man jetzt einfach bei uns das Fett wegnehmen würde, sehen wir gar nicht toll aus. Sondern es ist eine Kombination aus Fett an der richtigen Stelle und vor allen Dingen Muskulatur. Ja. Und das geht halt nur mit Bewegung. Und man muss sagen, genau, wie viel Kalorien verbraucht ein Kilo Muskelmasse? Ich glaube, paar hundert, eine ganze Menge. Also ich muss sagen, ich habe lieber dann ein schönes Fötchen mit ein bisschen Fett drin, aber das packt sich gut an, als wenn es nur Muskeln sind. Ne? Ja, genau. Ja. Bist du noch ein Sportler? Du hast ja früher mal Gewichtheben und sowas gemacht, ja, oder? Ja, habe ich früher wie doll gemacht. Ja. Heute habe ich nur noch eine Sportart, die darf ich ja beim ZDF nicht sagen, ist Rittersport Nougat. So, also das ist, so wird es gemacht. Ja, also uns bleibt nichts anderes, als uns gesund zu ernähren, ja, und ein bisschen sporteln. Es wird auch in Zukunft noch 1000 Methoden erfunden werden. Alle werden so nicht funktionieren, das kann man jetzt schon sagen, ja, weil es ist wirklich so einfach, es muss oben weniger rein und mehr Bewegung, in der Bewegung, ja, mehr heraus. Also aber eine Frage noch ganz, ja, kurz zwischendurch. Es ist aber auch gentechnisch veranlagt, wer dazu neigt, sehr dick zu absolut werden. Absolut, ja. Es gibt auch, genau, Menschen, die können nichts dafür. Es, ne? Das sind diese angeborenen Fettzellen, oder? Es gibt, ja, wobei man aber jetzt auch leider sich nicht sagen kann, naja, der liebe Gott hat halt bei mir halt viele Fettzellen vorgesehen, deswegen bin ich fett. Mhm. So ist es auch nicht. Man kann auch mit ganz wenig Fettzellen fett sein, indem nämlich diese wenigen Fettzellen einfach sehr groß werden. Die haben eine super Möglichkeit, sich aufzublähen und viel Fett einzulagern. Also es gibt eine genetische Bestimmung, ja, das ist richtig. Es gibt auch so ein Idealgewicht für jeden einzelnen Körper. Das ist nicht immer da, wo wir es gerne hätten. Aber die Genetik spielt eine Rolle, ja. Und weniger Fett essen heißt auch weniger Fett in den Fettzellen?
Nicht automatisch, Es ist gar nicht so sehr das Fett. Wir können auch unsere wunderbaren Zucker belasten. Magst du gleich noch einen mitnehmen? Ja? Mache ich mit Sicherheit, wenn ich darf. Diese Zuckergeschichten, also Kohlenhydrate, wird natürlich im Körper letztendlich, wenn wir es nicht verbrauchen, auch umgewandelt. Und dann haben wir wieder Fett. Also es ist nicht damit getan, dass wir einfach das Fett am Rand des Steaks wegschneiden. Das hilft gar nichts. Sondern es ist einfach die Kalorienzunahme. Also die beste Diät beginnt in der Birne. So ist es. Ja. Packt ihr alles ein. Wir sind durch für heute. Ja? Vielen Dank, Dr. Christoph Specht. Alles zum Vereisen und den Fettzellen auch im Netz unter vollekanne.zdf.de.